Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von Zelda The Minish Cap. Und wir waren ja das letzte Mal quasi hier nochmal im Dorf uns ein bisschen umsehen, haben uns quasi ein bisschen hochgearbeitet, Rubine gesammelt. Ja, da waren wir auf der Rubinjagd. Ja, ich weiß, dass das auf dem Berg ist. Und wir müssen... Ich drücke die ganze Zeit Select, glaube ich. Ist mir das peinlich? Ich drücke den Select-Knopf, das will ich ja gar nicht. Das ist ja die Informationstaste. Ups, ich wollte eigentlich die Start-Taste drücken. Und zwar haben wir ja jetzt den Boomerang bekommen. Den rüste ich jetzt auch schon mal aus. Den hier. Hui! So, und ich habe mal nachgeguckt, weil ich ja selber jetzt noch nicht wusste, wie es weitergeht. Habe ich ein bisschen nachgeforscht. Ich bin aber nur bei bestimmten Stellen jetzt... Das kann sein, dass ich bei bestimmten Stellen wieder hängen bleibe, weil ich nicht so viel gesehen habe. Ich habe nur mal gesehen, wie ich jetzt generell weiterkomme. Was ich danach machen muss, weiß ich selber gar nicht, was auf mich zukommt. Wird für mich alles neu sein. Nur, dass ich halt mal ein bisschen Bescheid weiß. Ich habe jetzt rausgefunden, und da brauchen wir auch die Bomben. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt nochmal ein bisschen sammeln gehen. Jetzt habe ich aus Versehen das Schwert getauscht. So. Und jetzt müssen wir nochmal ein paar Rubine holen, damit wir quasi uns Bomben besorgen. Denn wir brauchen eine Bombe, sonst kommen wir auch keinen Schritt weiter. Bin ein kleines bisschen heiser, also mehr mit Halsschmerzen bedeckt. Aber trotzdem wird es kein Problem für mich jetzt sein. Habe ich ja des Öfteren und das wisst ihr auch. Ja, wie viel jetzt die Bomben kosten, weiß ich jetzt nicht. Aber deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen sammeln gehen erstmal, nur... Und das, was wir so finden, das wird dann... ...wird dann unser Trumpf. Trumpf, könnte man sagen, ja. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier gut Geld verdienen, denn wir müssen 10... Wir haben, glaube ich, 10er-Pack, die wir kaufen können. Ich nenne sie jetzt 10er-Pack. Gut, hier können wir natürlich nicht weiter. Sie sind hier schön beschäftigt am Arbeiten. Hier ist auch kein Gras. Wir gucken nochmal weiter. Erstmal gucken wir mal, was wir überhaupt brauchen. Und während des Weges gucke ich einfach mal zwischendurch in den Gräsern durch, ob da Rubine versteckt sind. Ich weiß, wir könnten natürlich wieder diese Hühnerjagd machen. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ist aber verdammt schwierig nach der Zeit. Aber nicht unmachbar. So. Von hier sind wir gekommen. Von hier geht es auch viel schneller zum Laden. So, Stadt Tyrol. Hier haben wir den. Gucken wir mal, was das nochmal kostet. Damit ich jetzt nicht falsch liege. Wir brauchen ja davon 10 Stück. 30 Rubine. Ja, das sollte aber machbar sein. Ja, ich weiß. Wir sollen es wieder zurückpacken. Nicht mitnehmen, zurückpacken. So, das heißt, wir brauchen 30 Rubine. Ich denke mal, die Schwierigkeit dabei bei den 30 wird eigentlich nur das sein, dass wir in den Büschen auch wirklich was finden, was wir finden sollen. Oh, hier ist noch... Ja, das können wir ja gar nicht öffnen. Hoppla! Na! Weiß gar nicht, waren wir hier schon? Da können wir gar nicht durch. Und hier ist auch nichts? Nein. Aber wir brauchen nämlich ein bestimmtes Gefäß. Und wenn wir jetzt hier vielleicht aus Zufall sogar eine Bombe in den Büschen finden könnten, das wäre natürlich noch besser. Ich würde ja sagen, echt zur Not die Hühnerfang-Sache machen. Finde ich persönlich einfach ein bisschen schwierig. Und die Chancen dabei sind auch nicht gerade so hoch. Wenn man natürlich es nicht schafft, hat man es nicht geschafft. Logisch. Jetzt haben wir 10 Stück fehlen noch. Mann, fehlt immer noch genug. Ich glaube, ich mache doch mal nochmal die Hühnerjagd. Das wird mir hier zu bunt. Zu viel. Buntes, könnte man sagen. Versuchen wir es einfach mal, wenn wir es jetzt nicht packen, ist jetzt nicht so verkehrt.
5 Hühner in 50 Sekunden. Okay. 1. Oh Mann, die haben sie jetzt aber wirklich weit nach hinten geschoben. 2, 3. Den dritten sehe ich da schon. Da brauche ich nicht lange suchen. Ist aber nicht gerade einfach, da man das perfekte Timing erreichen muss. Jetzt schaffe ich es bestimmt nicht mehr. Ach, das ist auch blöde ehrlich. Warum habe ich die Bomben damals nur so rausgehauen? 3. Aber müssen es dann unbedingt 2 von diesen blöden goldenen Dinger sein? Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ist egal. Dann müssen wir doch diese Suche anders machen. Und zwar müssen wir tatsächlich sammeln. Ich würde das Ganze natürlich eher abkürzen, geht aber so schlecht. Wir brauchen natürlich ein bisschen. Ansonsten wird der Part ein bisschen länger vorgezogen. Ein kleines bisschen aber nur. Weil zu viel Zeit darf ich natürlich auch nicht einwenden. 16. Die Hälfte haben wir schon mal. Brauchen wir noch mal ein paar Fünfer? Gibt es davon noch welche? Ah, 17. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wegen irgendein kleines Item dauert dieser Part etwas länger. Das gibt's ja gar nicht. Ach. Also ihr müsst mir schon zugeben, das ist ätzend. Eine Rubinsuche nach der nächsten. Jetzt hängt mir irgendwas an der Backe. Okay. Sparen wir uns die Rubinsuche. Wir haben das, was wir brauchen. Wir haben die Bomben. Und jetzt ab. Los. Link, beeil dich. Ich will das heute noch schaffen. Mann, 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 Mann. Ja, manchmal findet man auch Bomben. Das ist auch das Positive dabei, denn... Wenn wir die ganze Zeit hier irgendwas gemacht hätten, das geht zu weit. So, jetzt muss ich erstmal das Haus suchen. Irgendwo muss hier ein Haus sein, in dem wir quasi schon mal drinne waren. Das ist es nicht. Hier oben ist es auch nicht, oder? Da. Da müssen wir nämlich hin. Hallo, mein Herr. Ich muss mal eben kurz Ihr Haus betreten. So. Oder war das... Das war doch hier. Hm? Welches Haus war das denn jetzt nochmal? Jetzt stehe ich ganz am Schlauch. Irgendwo muss hier ein Haus gewesen sein. In dem man rein konnte und am Rand zu einem Tunnel kam. Puh! Super! Ja, ist gut, wenn es da geschlossen ist. Ist gut, ist gut. Ja, jetzt stehe ich ganz am Schlauch. Irgendwo war doch... Ach, Moment, das war, glaube ich, gar kein Haus. Das war ganz woanders. Jetzt muss ich den Bart ein bisschen länger setzen. Ach, heute nicht alles geschafft, was ich nicht schaffen konnte. Ich glaube, das war auch ein bisschen komisch, was ich da gesehen habe. Das war doch hier, war das. Ich dachte, das wäre hier das im Haus. War aber falsch. Wir müssen nämlich hier in die Bombe sitzen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da so ein... Ich glaube, das kann aber jedem mal passieren, dass man was übersieht. So, jetzt brauchen wir ganz schnell das Schild.
Ach, jetzt will er auch noch... Ach. Okay, 18. Ja, damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet. Das tut mir jetzt echt leid, wie der Part jetzt hier wird. 19. Komm schon, hier muss doch noch irgendwas sein. Jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Wahrscheinlich müssen wir wieder gegen den kämpfen. Muschel brauche ich doch gar nicht. Ach, immer wenn man was braucht, dann ist es nicht zu finden. Da. So. Ach, dann setze ich einfach noch mal ein paar Minuten drüber. Damit ich auch das schaffe, was ich wenigstens schaffen will. So, dann verkaufen wir das mal. Das gute Stück. Denn die Flasche brauchen wir für eine bestimmte Ecke. Und das will ich euch heute noch zeigen. Auf gar keinen Fall hätte ich das jetzt entgehen lassen. Das ist echt sowas von unangenehm. Ich habe das alles ganz anders gesehen. Ich glaube, der hat das ein bisschen blöde gezeigt, bei dem ich das gesehen habe. Jetzt brauchen wir die Flasche. Ist egal, welche. So, jetzt haben wir nämlich das Wasser und das brauchen wir für eine bestimmte Ecke. Wir haben ja den hier gesehen. Hier ist ja dieses komische Ding, wo es hochgeht. Und hier ist ja gar kein Wasser in der Nähe. Also schütten wir einfach Wasser rein. Ui. So. Jetzt gehen wir da schon mal hoch ein Stückchen. Also ich werde jetzt ein bisschen länger, ein paar Minuten länger machen, als wie gedacht erst. Aber jetzt sind wir auch wirklich nicht weit gekommen. Deswegen denke ich mal, mache ich mal ausnahmsweise mal ein bisschen länger den Part. Und ich will hier selber nochmal gucken, wo so weit ich kommen kann. Hier haben wir wieder das Problem. Mal sehen, was sich da drunter verbirgt. Auf jeden Fall sind die Dinger nicht gerade ungesund. So. Ey, der hat auf mich geguckt. Der schielt hier. Schieler, du. Immer wenn man Rubine braucht, hat man sie nicht. So, wir müssen uns hier den Weg frei hauen. Frei hauen. Ah! Am besten jede Art Rubine mitnehmen. Ich habe das dumme Gefühl, wir brauchen so viel wie möglich. Und ich glaube, die Wirbeldinger, die sind auch bald nützlich. Na gut, dann brauchen wir jetzt unser Schild wieder. Komm her, du Feigling. So, was hast du mir jetzt anzubieten? Tut mir leid, ich verkaufe... Was? Zehn Stück? Ja, die kann ich mir auch im Laden kaufen. Junge, kannst du mir kein Angebot, ein richtiges Angebot machen? Die kann ich mir auch im Laden kaufen. Ach, Mann. Was sind das denn hier für Schwarzmärkte? So. Ja, ich denke mal, jetzt mache ich aber wirklich langsam Schluss. Ich werde hier noch mal kurz die Bombe setzen und dann kommen wir leider zum Ende. Ja, also das nächste Mal werden wir uns hier wieder in diesen komischen Gewirbel treffen. Dass das jetzt ein bisschen durcheinander geworden ist, tut mir leid, ich habe das ein bisschen anders von einem anderen quasi durchgesehen und ich dachte, ich hätte alles, was ich brauche. Stand aber doch ein bisschen knapp bei Kasse. Also das war eigentlich nur geldmäßig hier mit den Rubinen zu sammeln. Ansonsten habe ich jetzt ein bisschen verlängert. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Ich glaube aber kaum. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns das nächste Mal, also wie gesagt, wieder hier. Und ich hoffe, dass ich dann nächstes Mal ein bisschen mehr vorbereiteter bin. Beziehungsweise weiß ich ja nicht, was auf mich jetzt zukommt. So heißt das also, werde ich also ein bisschen Vorbereitung setzen. Ja, ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.